Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Manipulieren die etablierten Religionen die Menschen? Eine Reise in die Abgründe unserer gemeinsamen Geschichte. Geehrte Zuschauer, Phänomen Anastasia, es geht weiter in unserer Serie mit Teil 3 von Band 7, die Energie des Lebens. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Liebe Zuschauer, Phänomen Anastasia, ich begrüße Sie zu Band 7, Teil 3, die Energie des Lebens. Ich begrüße wie immer Herrn Konstantin Kirsch im Studio. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, Kapitel 3 geht weiter mit interessanten Themen. Die Juden, Christen und andere, was kann man darüber Besonderes ausführen? Ja, in der Buchserie geht es ja um Religion. Dieses Wort heißt ursprünglich Rückbindung an die Wurzel, also an den ursprünglich des Göttlichen. Und es gibt bekanntermaßen verschiedene Religionen. Und gerade die Juden haben schon sehr, sehr viel gelitten. Und diese Pogrome gegen Juden gab es in vielen Zeiträumen und in vielen Ländern. Und das ist dem Herrn Meeker ein Anliegen, ja, diverse Seiten dafür aufzuwenden, zu ergründen, zu schreiben, was man tun muss, damit weitere Pogrome vermieden werden, dass eben dieser dauernde Konflikt mal aufhört. Und dann hat er sich da intensiv mit beschäftigt, mit den Hintergründen von Christentum und Judentum, und er kam zum Ergebnis, dass diese zwei Religionen sich gewissermaßen ausschließen, eine Art Widerspruch darstellen. Wenn die gleichzeitig nebeneinander herleben wollten, die eine Glaubensrichtung sagt, wir sind das erwählte Volk, alles gehört uns, und die anderen sagen, wir geben unser letztes Hemd auch noch her, irgendwann geht es nicht mehr. Das wird ein so starkes Ungleichgewicht, dass dann quasi die Christen, wenn sie letztes Hemd gegeben haben, sagen, Moment, stopp. Wo ist es? Es geht nicht mehr weiter, ja. Und dann knallt es. Und eigentlich wollen wir ja alle nur glücklich leben. Und da sagt er, dieser Konflikt muss aufgelöst werden, indem man einfach mal erkennt, warum das so konstruiert ist, dass quasi die Juden auch auf das Sündenbock hingestellt werden. Und genau genommen ist es wohl so, dieser Konflikt ist geschaffen worden, um abzulenken von Menschen im Hintergrund, die diverse Sachen steuern. Wie man so schön sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und deswegen ist es empfohlen, nicht auf die Streitigkeiten zu schauen, sondern wer freut sich denn gegebenenfalls? Wer profitiert davon? Ja. Er geht ja auch darauf ein, wie denn diese, wie sagt man denn, Programmierung des jüdischen Volkes hier stattgefunden hat. Ja, das ist dann auch das nächste Unterkapitel, das heißt eine Reise in die Abgründe der Geschichte. Und diese allerersten Anfänge, jetzt von Jesus zum Beispiel, die ersten Christen, die wurden dann ja gar nicht willkommen geheißen. Da wurden auch die Imperatoren, haben die verfolgt, die ersten Christen. Und erst in der zweiten Welle gab es dann diese strategische Überlegung, wenn die Herrscher anstatt dieses ja damals noch sehr kleine Gemeinden dann zu bekämpfen, wenn die sagen, wenn wir diesen Glauben nutzen, dass die Herrscher, also sie selber, bezeichnet werden als die von Gottes Gnaden, Herrscher, Kaiser von Gottes Gnaden, was da alles für Formulierungen gab, dann fördert dieses Glaubensmuster ja diese Herrschaftsstrukturen, dass diese Herrscher quasi auch die Vermittler zwischen Gott und den Menschen sind. Und dann war es jetzt in dem Fall mein Name auch, Konstantin, der Kaiser Konstantin. Irgendwann, ja, 300 noch was, der dann entschieden hatte, dass dieses Christentum als Staatsreligion eingeführt werden sollte. Und das ist eine längere Geschichte von Konflikten, und es ist oft so, dass diverse Machtstrukturen diese Konflikte regelrecht wünschen, weil sie dann leichter Kontrolle ausüben können. Es geht dann weiter mit den schönen Überschrift, nimmt Jesus Christus vom Kreuz herunter. Ja, da kann man erstmal überlegen, Moment mal, der war doch vom Kreuz heruntergenommen, und gibt es ja auch die Beschreibung der Auferstehung. Und so wie ich das Christentum verstehe, ist nicht die Kreuzigung das Besondere, sondern die Auferstehung.
dass er den Tod überwindet. Und da wäre es eigentlich angemessen, die Auferstehung zu würdigen, besonders zu würdigen, herauszustellen, sichtbar herauszustellen, auch durch entsprechendes Symbol. Mhm. Was auch immer das wäre, weiß ich jetzt nicht, was das ideale Symbol wäre. Wir können beobachten, dass allerdings als Symbol vom Christentum das Kreuz gewählt wurde. Der Gekreuzigte, ja. Der Gekreuzigte, nicht nur das Kreuz alleine, aber auch die Person, die am Kreuz hängt. Und das Kreuz ist eigentlich ein Folterinstrument. Und das wird an die Wand gehängt, wird angebetet, mit dem Leiden dabei. Und es geht aber doch eigentlich um die Auferstehung. Natürlich kann man sagen, ja, er hat das Kreuz, sogar die Kreuzung überwunden. Und es wird hier ausgeführt, dass diese ursprünglich sehr lichtvoll ausgerichtete christliche Religion, dass die durch einen ganz kleinen, geschickten Eingriff dieser steuernden Priester in das Leidvolle gelenkt wurde, indem die Aufmerksamkeit bei der Symbolwahl nicht auf die Auferstehung gelenkt wurde, sondern auf die Kreuzigung, die zwar ein Teil dieses Prozesses war, durchaus, aber mit einem anderen Symbol hätte Christentum auch eine andere Richtung einnehmen können. Es ist ja auch erwiesen, dass wenn man jetzt sich das Kreuz mit den Gekreuzigten ansieht, dass die Energie runtergeht. Also der Mensch verliert, also er steigt nicht in der Energie, sondern er verliert Energie. Also es kann kein, also es ist eigentlich kein positives, kann das auch ein positives Symbol sein, wenn jemand am Kreuz hängt. Das Kreuz an sich ist erstmal was Neutrales, sofern alle vier Schenkel in der gleichen Länge sind. Aber bei dem üblichen Kreuz ist der Schenkel nach unten etwas länger. Das ist quasi das materielle, verhaftete, irdische ausgeprägt hat. Der Schenkel nach oben geht eher ins Himmlische. Es gibt sogar auch Kreuze, wo der Teil nach oben deutlich verkürzt ist. Und ich kenne auch die Formulierung, dass dieses Kreuz heißt, wir haben hier die vier Ecken ist die Materie und das fünfte, der Mensch, ist dann da fest genagelt sogar. Das ist für mich eine Spekulation, wie das Christentum sich entwickelt hätte mit einem anderen Symbol. Es wird ja einfach hier erstmal die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass so ein Symbol auch mal entschieden wurde, dass es genommen wird. Und wer hat das entschieden und warum? Man macht sich darüber eigentlich keine Gedanken. Man nimmt es so hin. Und bisher, wenn man jetzt das Buch liest, dann kann man sich da mal mehr Gedanken drüber machen. Mhm. Und dann überlegen, es gibt ein anderes Symbol, zum Beispiel die Taube mit dem Zweig im Mund, von wegen Sintflut ist vorbei, es grünt wieder. Das ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Und so könnte man an der Stelle auch mal erwägen, ob das Christentum ein anderes Symbol auch mal passend wäre. Es geht dann weiter mit dem Terror, wenn man schon mal dabei ist. Das ist ein besonderes Kapitel, weil auch jetzt in der Zeit, wo wir gerade diese Sendung hier aufnehmen, immer wieder in den Nachrichten ist immer wieder das Thema Terror, Terroristen und so. Und dann ist die Frage, wo kommt denn auch Terror her und was ist da insgesamt zu sagen? Genau genommen ist das Thema religiöser Fanatismus. Also nicht Religion an sich, sondern wenn es ins Fanatische sich wandelt. In dem Sinne, ich weiß, was richtig ist und du bist falsch. Ich der Gute, du der Böse. In solchen Situationen, wenn es also richtig fanatisch wird, wenn Respekt, Wertschätzung und Liebe zu anderen Gedankenmustern verschwindet, dann kann Terror entstehen. Und es geht dann zu einem Punkt, den mag ich auch vorlesen, weil das sehr treffend aussagt. Es geht darum, dass zum Beispiel auch Selbstmordattentäter sagen, wenn ich jetzt das hier mache im Namen von wem auch immer, dann komme ich nach meinem eigenen Tod ins Paradies mit gegebenenfalls einer Menge an Jungfrauen. Da gibt es verschiedene Geschichten. Und hier heißt es jetzt, solange es eine Doktrin gibt, die besagt, das wahre Heil der Menschheit würde irgendwo im Raum existieren und auf keinen Fall hier auf Erden, werden keine Spezialeinheiten und keine Armeen dieser Welt fähig sein, die zum Selbstmord bereiten Terroristen zu beseitigen. Und zwar ist es ganz simpel so, selbst wenn alle, die jetzt Terroristen wären, beseitigt wären, aber dieses Glaubensmuster ist noch da, dann entstehen neue Menschen, die diesem Glaubensmuster folgen. Und es ist nötig, wenn wir Terrorismus
erfolgreich bekämpfen wollen. Bekämpfen oder unnötig machen, auflösen, ja. Einfach oder erlösen auch. Dass wir, nicht nur wir, sondern im Prinzip alle Führungskräfte von allen Glaubensrichtungen zusammenkommen zu einem sehr großen ökumenischen Konzil in dem Sinne, um sagen, das Paradies ist hier auf Erden machbar, wenn wir es hier draus machen. Und es gibt kein Paradies, in dem wir uns selbst oder andere umbringen, um dann in ein geistiges Paradies zu kommen. Nein, es ist hier. Das wäre zwingend notwendig, wenn wir den Terrorismus auflösen wollen. Naja, ich denke mal, da hätten schon manche Religionen ein Problem damit, die ja schon verherrlichen, dass hier eben nicht das irdische Paradies damit nicht gemeint ist. Ja, allerdings ist so, die meisten Religionen haben umfassende Bücher und verschiedenste Deutungsmöglichkeiten. Und die entsprechenden Fachkenner, wenn die Aufgabe haben, in die Richtung zu gehen, dass hier auf Erden das Paradies sein kann und sein sollte, dann können die ihre Bücher auch studieren. Und ich bin sicher, sie werden da auch Formulierungen finden, weil die Menschen, die diese Bücher mal aufgeschrieben haben, diese alten Schriften, da steckt schon so viel Wissen und Weisheit drin. Da gehe ich davon aus, dass das Wissen ums irdische Paradies auch in den Büchern zu finden ist. Es geht weiter, Herr Kisch, im 5. Kapitel, die Heiden. Da lässt sich auch sehr viel ausführen. Ja, ja, da gehen wir jetzt wieder von der Jetztzeit wiederum weit zurück. Ganz simpel gesagt, es gab die Zeitspanne der Heiden und die waren unsere Vorfahren. Es ist nicht irgendwie eine abgeschlossene Bevölkerungsgruppe und wir, die jetzt Christen sind oder was auch immer für Religionen, sind aus dem Nichts gekommen. Nein, die Ururgroßmütter, die Ururgroßväter, viele Generationen zurück, und wenn es Jahrtausende waren, waren Heiden. Und wenn wir heutzutage sagen, die Heiden seien dumm oder böse oder blöd oder irgendwas, dann ist das ein Verrat an den eigenen Vorfahren. Es ist völlig okay, wenn wir sagen, wir denken anders, als es vermutlich damals war, aber bitte mit Wertschätzung und Respekt zu den eigenen Vorfahren. Und was bekannt ist von den Heiden, beispielsweise jetzt hier auch in der Buchserie beschrieben, dieses Ritual der Trauung, wo dann die Gäste den Landsitz helfen anzupflanzen, das war richtig was Logisches, Rationales. Das ist richtig sinnvoll. Und wenn heutzutage bei Hochzeitsfeiern zum Beispiel Reiskörner als Symbol der Fruchtbarkeit über das Brautpaar geschmissen werden, das Brautpaar, die dann zertreten werden, ja. Das Brautpaar aber nicht auf dem Landsitz steht, sondern auf Stein, auf Asphalt, dann können diese Körner nicht wachsen. Das ist okkulter Aberglaube. Das hat nichts mit natürlicher, naturgemäßer Logik zu tun. Das ist eigentlich was Absurdes. Mhm. Und von daher, wenn man das genauer betrachtet, sind diverse Sachen und Verhaltensmuster aus der Zeit der Heiden sehr rational, sehr logisch gewesen. Er beschreibt es ja auch in einem Beispiel an einer russischen Hochzeit der Neuzeit, wo also das Ziel ja eher ist, so viel wie möglich zu sich zu nehmen. Alkohol beispielsweise, ja, und Fleisch, genau. Ja. Also genau das Gegenteilige, ohne dass jetzt halt eher großartig ein Bewusstseinswandel oder irgendwas stattfinden würde, sondern es wird einfach gefeiert. Es ist ein Anlass, zum wieder richtig sich gut gehen lassen, was man denn unter gut gehen versteht. Mhm. Und es ist durchaus zu bedenken, dass unsere Ururgroßmütter und Ururgroßväter, damals Heiden, in der göttlichen Schöpfung gesund und glücklich lebten und damals Kinder bekamen und den Garten so pflegten, dass ihre Nachfahren diesen Garten noch mehr vervollkommen, noch schöner machen und eben ihn nicht zerstören. Im Prinzip gab es bei uns allen Vorfahren, die sich mit ihrem Verhalten, mit ihrem Denken danach sehnten, dass ihre Nachfahren es auch gesund und glücklich haben. Und damit sind auch wir gemeint. Und wenn man das mal so tief innerlich spürt, dann denkt man, wo war denn vielleicht der Platz, wo Vorfahren von mir mit Herzensinbrunst den Garten gepflegt und gestaltet haben, dass es wir eines Tages da drin auch gut haben. Mhm. Das ist ein Gedankengang, den hatte ich vorher noch nicht. Und beim Lesen der Bücher tauchte der dann auf. Es geht dann weiter. Man will ja Einfluss haben auf die Heiden mit einem Beispiel einer Schlacht.
Ja, es geht da um das Thema auch Versuch, Russland zu erobern, weil Russland wohl erst vor ganz grob 1000 Jahren erobert wurde von den christlichen Missionaren. Und da kamen dann richtig große Heerscharen, Tausende an römischen Kämpfern, die hinein wollten und siegen wollten, kämpfen wollten und waren mit Waffen und Panzer, Westen und alles so ausgestattet. Und es kam dann nur eine kleine Gruppe von jungen Kämpfern auf Pferden, zwei Schwerter und ansonsten ganz munter. Und die Römer hatten dann einen Alten schon gefangen genommen gehabt. Und in dem Käfig sagte dann zu den Jungen so von wegen, lasst noch ein paar leben. Und die Römer verstehen nicht wirklich, was denn der Alte meint. Und das Ziel war, dass die wetrussischen Kämpfer quasi nur die Römer besiegen wollten, aber am Leben lassen wollten, damit sie nach Rom zurückkehren, um Bericht zu erstatten, Russland sollten wir lieber nicht angreifen. Das ist eine sehr beeindruckende Schlacht, in der diese jungen Kämpfer sehr viel mit Überraschungsmomenten arbeiten, sehr viel auch mit Erholungsphasen. Das heißt, kurze Überraschung und dann schlafen sie sofort und sind aber schnell wieder hellwach, um wieder sehr erholt zu sein. Sie reiten auch mal weg, ohne zu reiten. Das heißt, sie rennen neben dem Pferd her, um das Pferd zu schonen. Die Römer kommen hinterher auf den Pferden mit schwerer Ritterrüstung. Dieses Gewicht auf den Pferden macht diesen römischen Pferden sehr viel zu schaffen. Und kurz bevor sie erreicht werden, springen dann diese Wetrussen auf ihre Pferde, die noch erholt sind, und sind plötzlich ganz schnell wieder weg. Und so hat dann diese kleine Anzahl an wetrussischen Kämpfern in 0, nichts diese Übermacht an Römern besiegt und verarztet dann auch noch mit ein paar Kräutern, die sie dabei haben, die Wunden, damit sie nach Hause gehen können. Und dann gibt es noch eine zweite Schlacht, die noch ganz anders läuft. Da kommen wieder ein paar römische Kämpfer und fordern quasi heraus und es kommen nur zwei kleine Kinder. Die Römer sind schon ganz empört. Und dann, die zanken sich, die zwei Kinder, wer denn jetzt den Römern sagen soll, dass sie abhauen sollen, sinngemäß. Sie haben ein kleines Töpfchen dabei mit Blütenpollen, überstreuen sich selber mit Blütenpollen. Und das ist der Schutz vor den Bienen, weil in den Dörfern wurden mehrere tausend Bienenvölker aus den Kisten entlassen. Und dann kommt eine summende schwarze Wolke und greift dann die römischen Kämpfer an, die natürlich nur schauen, wie sie davon kommen. Die zwei Kinder mit Blütenpollen bestreut, die werden dann verschont. Mhm. Also sie haben da auch durchaus dann die tierische Kraft mit zu Rate gezogen, wenn es dann... Ein Aspekt war ja noch, dass wie die römischen Legionen nach Hause gekommen sind, dass die sozusagen aus dem Dienst entlassen wurden, weil sie nicht mehr bereit waren, als Soldaten überhaupt zu fungieren. Ja, ja, und sie wurden verstreut untergebracht, mussten umziehen in verschiedene Regionen und durften auch nicht über diese Erlebnisse in Russland sprechen. Und auf diese Art und Weise der wetrussischen Kriegsführung konnte Russland sich lange Zeit davor schützen, erobert zu werden. Das ist ja auch die Frage, wenn, so wie das ja dargestellt wird, das beschreibt der Herr Maigret, dass Russland eigentlich nie erobert worden ist. So, also warum ist es nicht erobert worden? Es kann ja nicht schwach gewesen sein. Wäre es schwach gewesen, wäre es erobert worden. Genau. So, und da geht er ja auch ein auf die Griechen, dass ja die alten Griechen alle Heiden waren. Wo sie jetzt halt unsere Demokraten drauf beruhen. Ja, das waren im Prinzip ja alles Heiden. Ja. So, es geht weiter im Kapitel mit den Festen. Ja, schön, die schönen Festen. Die schönen Feierlichkeiten dieser Zeitspanne des Wetrussischen. Genau. Und es wird ein Beispiel genommen: Pfingsten hieß damals das Fest der Besinnung, also der Besinnung der Verstorbenen. Und dann zum Beispiel so eine schöne Beschreibung, dass man dann über den Landsitz geht und dann mal, dieser Baum, Mensch, wann ist der auch mal gepflanzt worden? Und dann ist es wohl manchmal vorgekommen beim Rätseln, warum denn dieser oder jener Baum hier und dort steht, dass eines der Kinder sagte, na, das ist doch ganz logisch, den Baum habe ich da gepflanzt, weil. Und dann wussten alle Umstehenden, der war schon mal hier und ist reinkarniert wiedergekommen und kann sich daran erinnern, warum er im früheren Leben diesen Baum an dieser Stelle gepflanzt hat.
Und da sind einige Beschreibungen über diese ja, Feierlichkeiten. Das ist einfach, ja, wir haben ja auch dieses Thema Ritual der Trauung schon mal gehabt. Das ist ja, detaillierte Beschreibung, einfach wie schön dort gefeiert wurde. Und das ist ja auch das Thema, dass das Thema des Heidentums dadurch auch mehr Raum bekommen soll, wertgeschätzt zu werden. Ich sage jetzt mal gleichwertig neben anderen Religionen einfach so, das gehört einfach auch gewürdigt. Das waren schließlich auch unsere Vorfahren Heiden. Ja, es ist ja bei uns ja nicht anders. Die Germanen werden ja auch hingestellt wie Wilde im Prinzip. Ja. Genau. Ja. Haben Sie denn noch zum Abschluss ein Zitat für uns? Da habe ich was herausgesucht. Genau, da geht es auch um die verschiedenen Situationen im Leben und in verschiedenen Religionen. Ein Kaiser und ein Bettler, ein Christ und ein Jude, ein Moslem und ein Shintoist, ein Russe, ein Chinese oder ein Amerikaner fanden schon immer die größte Beruhigung ihrer Seele und die Wonne ihres Daseins nur im Schoß der göttlichen Natur. Herr Kirsch, ich bedanke mich für die schöne Sendung. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuschauer, Jesus Christus am Kreuz ist ein negatives Symbol. Wo immer Gewaltszenen im Spiel sind, nimmt die Energie des Lebens, also unsere Energie, sofort ab. Das lässt sich im Übrigen schon wissenschaftlich messen und nachweisen. Deshalb sollten auch Krimis, Horrorfilme, Thrillers und Gewaltspiele aus unserem und dem Leben unserer Kinder vollständig verschwinden. Das positive Symbol von Jesus ist die Auferstehung. Wir sind auch keine Sünder und das Paradies ist hier und jetzt, hier auf Erden und nicht irgendwann ganz woanders. Wir benötigen keinen Mittler zwischen uns und unserem Schöpfer, Gott. Das sollen wir uns täglich vergegenwärtigen. Phänomen Anastasia, das war Teil 3 von Band 7, die Energie des Lebens. Freuen Sie sich auf Teil 4. Bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.